Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Morgens Jakob von den Fragta und ich bin in Black Ops 3 in der Mehrspieler-Beta, also in dieser Open-Beta, die jetzt zurzeit läuft, um eben den Multiplayer zu testen für die Veröffentlichung im November. Und ich finde das ziemlich lustig, weil ich habe ja vor kurzem erst Black Ops 1 und 2 nochmal die Singleplayer durchgespielt. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Multiplayer. Jetzt bin ich normalerweise, das gebe ich ganz ehrlich zu, zwar ein Riesenfan der Singleplayer-Kampagnen, die man bei den Call of Duty-Spielen spielen darf, aber ich bin noch nie ein Fan des Multiplayers gewesen. Auch, wie gesagt, das gebe ich ganz ehrlich zu, ist auch nicht böse gemeint, das ist eben nur mal Geschmackssache. Ich habe einige Leute im Clan, die lieben diesen Multiplayer. Ich kann damit einfach nichts anfangen. Vielleicht hat sich jetzt was geändert und ich finde den hier ganz großartig. Das kann sein, deshalb bin ich hier. Und deshalb schaue ich mir das an. Und natürlich für den Faktor Game sehr schief, damit ihr euch das anschauen könnt, wie das jetzt aussieht. Gut, jetzt habe ich mal den Heini hier genommen mit seiner Blitzwaffe. Bin mal gespannt. Spiel suchen. Ja. Ja. Oh, der Klassiker. Okay. Capture the Flag hat immer saumäßig viel Spaß gemacht bei UT, also bei Unreal Tournament. Wobei ich Kill 'em All eigentlich relativ... Ach, guck mal an. Das ist am beliebtesten Team Deathmatch. Stand, also die ganz primitivste aller Standard. Mhm. Das finde ich hier gerade sehr spannend, dass das angezeigt wird, was, wo... Ach, guck mal an, Capture the Flag will hier kaum einer spielen. Ah, faszinierend. Da ich jetzt eigentlich keinen Bock habe, hier 15 Minuten rumzusitzen und zu warten, bis ich ein Match finde, gehen wir tatsächlich dann auch hier rein. Aha. Sehr interessantes Matchmaking. Jetzt muss ich warten, bis hier 12 Spiele irgendwie, also ich muss warten noch auf 5 weitere, da weil 6 gegen 6, finde ich jetzt ziemlich kleine Teams, wobei das kann jetzt auch sein, dass das nur für die Beta so sein soll. Also ich habe übrigens gerade die Grafik auf Ultra, beziehungsweise hochgestellt. Da kann an der Beleuchtung liegen, oder? Also mir kommt das hier so ein bisschen ver... Es ist zwar an sich gut gemacht, aber irgendwie kommt es mir an einigen Stellen hier im Gesicht pixelig vor. Gut, das wie gesagt, das, ich glaube, das liegt an dem Licht, an der Lichtreflexion, die da draufgelegt wird. Ja, komm, Kinder, Freunde der Nacht, dann nehme ich extra den blöden Spielmodus, damit es ein bisschen schneller geht. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme, bis das hier voll ist. Ich muss euch jetzt nicht irgendwie 10 Minuten Schwank aus meinem Leben erzählen, nur damit wir die Zeit überbrücken, oder? Dann bis gleich. Ich habe es mir anders überlegt, wir haben doch noch eine Möglichkeit, ein bisschen Zeit zu überbrücken, indem wir uns hier das anschauen. Das kommt mir vage vertraut vor, das System hier. Ich dachte, ich hätte hier dieses komische Handebumble-Dingsbums-Waffe. Ja, hallo. Das ist natürlich geil mit einem Werfer. Gut, nur 2 Stück, aber hey, ein Werfer. Naja, wie auch immer. Gehen wir mal zurück, nochmal. Ja, jetzt sind sie wieder alle weg. Da waren gerade immerhin schon mal 3. Ja, okay, dann bis gleich. Ist ja lustig. Wenn ich dann doch, ich habe jetzt mir das anders überlegt gehabt und habe dann doch Abschuss bestätigt gemacht und zack, sofort Team da. Muss man nicht verstehen. Ich habe den Eindruck, dass ich Musik abgeschaltet habe, dass es von irgendeinem Hyoplay sein spielinternes Teamspeak, das ich da höre. Abschuss bestätigt. Das Kommando sieht zu, macht mich stolz. Drohne nähert
ändert sich. So, und da bin ich wieder. Das Spiel ist nämlich abgestürzt. Ich habe mich gerade noch drüber beschwert, dass irgend so ein Nasenbär sein Mikrofon anhat und die ganze Zeit irgendwie am Rumklimpern und Klabbern ist und ich das übertragen bekommen, was saumäßig genervt hat. Und in dem Moment so plupp, weg war es. War ich auf dem Desktop. Na gut, dafür ist letztlich die Beta ja da, gell? Ja, um so Bugs zu finden und so Crashs. Abschuss bestätigt. Black Ops, Mission beginnen. So viel zum Hinterhalt. Weiter vorrücken. Der Sieg gehört uns. Die Missionszeit läuft ab. Feind ausgeschaltet. Verbündete Drohne nähert sich. Drohne nähert sich. Alle Missionsziele erfüllt. Bereit machen für Evakuierung. Maximierte Fähigkeiten bedeuten maximale Siege. Ja, wie gesagt, irgendwelche Typen heilen. Warte. Ey, jetzt reicht es! Es reicht! Das meine ich. Irgendwelche. Mit so einem Menschen muss man. Guck mal, wie die Geier! Da kriegt ihr ja uns! Lächerlich! Oh Mann! Okay, T-34 hat offensichtlich Medikamentenproblem. Oder ist halt einfach gestört. Und mit so Menschen muss man dann das spielen. Wie schaltet man das ab, dass ich solche Spackos nicht hören muss? Okay, mit dem will ich nicht mehr spielen. Kann der bitte weg? Wie geht das? Sozial. Ja, darum geht's mir jetzt gerade nicht. Menü. Optionen. Wie macht man den Typ aus? Dankeschön. Wunder. Allerdings muss ich ehrlich zugeben, weil ich bis jetzt gesehen habe, und es war nicht viel, hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht zugefallen. Jetzt nicht unbedingt wegen dem Spacko, der da rumgeschrien hat. Das sind halt Idioten. Abschuss bestätigt. Sondern eher, weil es wieder so ein typisches Multiplayer-Gebolze ist, wie es mir nicht gefällt. Kleine. Das ist mir persönlich halt immer zu stumpf. So dieses Draufrennen, Draufballern. Wird erledigt. Nomad ausgeschaltet.
Prophet neutralisiert. Drohne nähert sich. Der ist erledigt. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar offline. Feindliche Drohne gesichtet. Feindliche Hellstorm über uns. Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar offline. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar offline. Schuss verfügbar. Drohne nähert sich. Prophet erledigt. Jo, also mir reicht es auf jeden Fall schon, was ich gesehen habe. So, also was ich gesehen habe, reicht mir eigentlich für so ein Faktor Games Archiv. Es ist nicht genau die Art von Multiplayer, die ich gar nicht mag. Das ist, setzt sich nach das Wort. Auf der anderen Seite, klar, ich verstehe die Firma, dass sie das macht. Never change a running system. Die haben ihre Fanbase, die ist, das sind Leute, die spielen das. Ich hoffe, das sind nicht nur so gestört wie der Typ vorhin, der hier rumgeschrien hat, wie ein Typ, der sich irgendwie Chili in den Po gesteckt hat. Aber ja klar, wenn die ihre Leute haben, die sowas gerne spielen, dann werden die das System nicht ändern, bloß weil es Leute gibt wie mich, die das nicht gefällt. Klar, ich suche mir dann einfach was anderes. Je
geben, kann man es eh nicht recht machen. Aber darum geht es hier auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass mir das gefällt, es geht darum, dass ich einfach der Gameserschiff zeige, okay, so sieht das Moment aus, so spielt sich das, so geht das da drin ab. Ne? Es ist also immer noch ein sehr, sehr schneller Multiplayer mit sehr schnellen Respawns, mit relativ kleinen, sehr verwinkelten Karten, wo alle drin rumwuseln, wo auch kein Spawnpoint sicher ist. Gut, es liegt jetzt auch vielleicht an dem Spielmodi, allerdings scheint der sehr beliebt zu sein. Ich habe hier nie Probleme, schnell ein Match zu finden, auch wenn die Prozentanzeige, wie viele der Spielen das irgendwie anders ausdrückt, wie auch immer. Ich nehme an, dass wahrscheinlich Spielmodi wie Capture the Flag oder sowas vielleicht dann, man weiß man nicht, vielleicht eher mein Ding werden. Sagen wir es mal so, meins ist es immer noch nicht, aber da, wie gesagt, darum geht es nicht. Ich denke, wir haben jetzt mal was gesehen von der Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer Beta und wir sehen uns hier wieder im Vollspiel, wenn es dann mal irgendwann released ist. Ich nehme an, Anfang nächsten Jahr, also im November soll es ja rauskommen, ich nehme an, Anfang nächsten Jahres oder so werde ich mal wieder hier reinschauen. Und früher oder später sehen wir uns so in Black Ops 3 wegen der Singleplayer-Kampagne. Auf die freue ich mich natürlich sehr, weil ich das geliebt habe in 1 und 2. Bin mal gespannt, wie es hier jetzt weitergeht. Dementsprechend, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.